Abi zusammen, mein Name ist Cäsar und ich begrüße euch recht herzlich aus dem Brixhaus. Brixhaus, dein Laden für Klemmbausteine in der Schweiz. Heute wird am Brixhaus-Treff wieder eine Challenge ausgeführt. Unter erschwerten Bedingungen wird gebaut. Der eine hat die Anleitung, der andere hat die Teile. Und der mit der Anleitung muss dem Erbauer sagen, was, welches Teil wann wohin kommt. Gucken wir uns das mal an. Der Weiße muss auf der Kupplung oben sein und das andere unten auf dem blauen Blech oben. Er erklärt und er versucht zu verstehen. Blau oder Violett, ich weiß nicht, was das blau. Sein soll. Hast du nur Blau drin? Hast du Violette drin? Kein Violett? Nein, kein Violett. Wird es blau sein. Ja. Gut, und jetzt zweimal? Zweimal, jawohl. Und jetzt ist ich werde es erklären. Es ist eigentlich weiß. Hier haben wir besondere Umstände. Da kommt die Sprachbarriere noch ein bisschen dazu. Aber ich glaube, er erklärt ganz gut. Ja, und sie baut schon mal einen Elefanten. Ja, sie sieht gut. Teure. Ja, und cover, please. The front side, please. Yes, it's an elephant. Yeah. Yes, of course. Yes, perfect. So. Und da drüben haben wir auch noch ein Pärchen, das beim Bauen ist. Sie müssen sich voll konzentrieren. Und das Gemeine ist, nachher werden die Rollen umgedreht. Dann baut der eine und der andere erklärt. So kann man mit einem kleinen Set über eine Stunde sich unterhalten. Möchtet ihr da auch mal mit dabei sein? Immer am ersten Freitag im Monat ist der Brixhaus-Treff. So ab 19 Uhr geht's los. Um 24 Uhr spätestens schmeiße ich euch raus. Nächsten Tag muss ich ja auch wieder arbeiten. Kommt doch mal vorbei, wenn ihr Lust habt zu bauen, mal euch bei einer Challenge bewähren möchtet, mal gibt's einfach nur gefachsimpel und ein bisschen Rumgequatsche und Spaß haben. Spaß ist überhaupt das Wichtigste an diesem Abend. Es soll allen Freude bereiten und Lust auf mehr machen. Es wird immer was gebaut und kommt vorbei, meldet euch unter brixhaus.ch unter Events oder info@brixhaus.ch. Weitere Fragen können wir dann per Mail oder anschließend auch per Telefon klären. Ich freue mich auf euch. Kommt vorbei und lasst euch inspirieren. Bald kommt mehr.